Tach, Kollege, du fährst heute einen EM-Verstärkerzug im Feierabendverkehr nach Dresden. Auf der S-Bahn-Strecke rollen die Züge in einem sehr dichten Takt. Halte dich an deinen Fahrplan, gute Fahrt. Das wünscht der Szenarioersteller und das wünsche ich auch und begrüße euch ganz herzlich hier im TSW 4 von diesem Szenario auf Dresden-Riesa. Das Szenario ist aus dem Creators Club. Und ich verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung. Der Szenarioersteller selbst ist an mich herangetragen, hat gesagt: Hey, du bist schon mal ein Szenario von mir gefahren. Das war nämlich die Baureihe 193 auf der linken Rheinstrecke das letzte Mal. Und weil das dir so Spaß gemacht hat, guck dir doch gerne mal dieses Szenario von mir hier an. Und da dachte ich mir: Klar, warum auch nicht? Ich stelle ja immer sehr, sehr gerne Sachen von der Community vor. Auch alle Repaints, die ihr seht, ebenfalls alle aus dem Creators Club. Wir fahren hier gerade im Verstärkerverkehr und ja, ne, ihr wisst, Dresden im Zuge der Europameisterschaft ist hier natürlich viel, viel mehr und viel, viel, viel mehr los. Auch wenn, glaube ich, in Dresden, meine ich, nicht gespielt wird, sondern in Leipzig. Aber ne, entsprechend ist auch vermutlich in Dresden viel, viel mehr los. Abfahrt ist gedacht für 17:08 Uhr aus Radebeul Ost. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Sind hier unterwegs im Karlsruher Kopfsteuerwagen. Hinten dran haben wir eine Baureihe 110, die uns schiebt. Und zwar von der GFF, glaube ich. Ja, wir gucken noch mal. Genau, GFF haben wir hier aus Crailsheim in dieser wunderschönen Lackierung. Ich finde, hier mit dem Latz noch vorne drauf steht der 110 sehr, sehr gut. Und vorne dran dann die N-Wagen von TRI. TRI steht, glaube ich, für Train Rental International, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir stehen hier in Radebeul Ost und fangen jetzt einfach mal an. Wir sind im Steuerwagen angekommen und stecken den Richtungsschalter in die Vorwärtsstellung. Die Türen geben wir schon mal auf der linken Seite frei. Bremsschlüssel auf ein, Führerbremsventil lösen wir schon mal, wenden die Lokbremse allerdings an, schalten uns die PZB an. LZB haben wir natürlich nicht. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit, bis wir abfahren. Einmal hier die Spitzensignale eingestellt. So, sonst eine Zugzielbeleuchtung natürlich an. Führerraumbeleuchtung brauchen wir nicht. Der Rest passt soweit, das ist die PZB. Und dann können wir uns eigentlich auch wieder hinsetzen. In der Lok hinten müsste alles soweit fertig sein. Ja. Genau. Die Wendezugsteuerung wird sicherlich auch schon aktiviert sein. Lokführerpultbeleuchtung machen wir uns noch an. So, SIFA-Leuchtmeldertest. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob der funktioniert hat. Es ist auch vergleichsweise hell. Makro klappt. So, wir haben noch ungefähr 1,5 Minuten Zeit. Leuchtmeldertest. Ja, macht jetzt auch nichts. Instrumentenbeleuchtung auch hier bitte angeschaltet. Fahrmotorlüfter definitiv. Ja, wobei, schalten wir gleich auf hoch, wenn wir losgefahren sind. Bremse lösen, Sander, Schleuderschutz. Die PZB funktioniert auch soweit. Dann sind wir eigentlich soweit so abfahrbereit. Oh, ich glaube, ein Zugziel haben wir kein passendes. Nicht einsteigen, Bingen. Ja, das sind die Zugziele von der linken Rheinstrecke, ne? Vielleicht gibt es ja sowas wie Sonderzug. Ja, Köln, Darmstadt, Dortmund, Saarbrücken. Na, leider nicht. Was passt am ehesten? Oberwesel, Darmstadt, Köln ja auch nicht. Frankfurt, nee. Nee, dann lassen wir es leer. Auch nicht einsteigen. Wir lassen es einfach leer. Genau, weil das, glaube ich, am sinnvollsten ist. Da kommt schon auch uns etwas entgegen. Baureihe 146 nach Meißen-Triebischtal. So. Wir schließen die Türen, geben den Schließbefehl. Sagen noch kurz einmal Hallo. Lösen die direkte Bremse. Zugbremse müsste auch schon gelöst sein. Und dann schalten wir schon mal die ersten Leistungsstufen auf.
VMAX 140 km/h. Und auf geht's. Ja, der Steuerwagen. Bald zum Glück ja nicht mehr der einzige Steuerwagen. Gut, das ist sowieso nicht der einzige Steuerwagen, den wir haben. Ich revidiere diese Aussage. Aber bald wird ja noch ein weiterer Steuerwagen in den TSW-Katalog mit aufgenommen werden, der vielleicht am heißesten erwartete Steuerwagen. Nämlich der Intercity-Steuerwagen. Wir haben ansonsten den Karlsruher Kopf einmal jetzt hier in der Elektroausführung und in der Diesel-Variante. Und natürlich den Dosto-Steuerwagen der Generation 3. So, Dresden-Trachau ist auch schon nur noch 1,4 Kilometer entfernt. Dort sollen wir ankommen um 17.11 Uhr. So, lassen die Leistungsstufen einmal auslaufen. Fahrschalter auf ausgestellt. Und wir machen uns bremsbereit. Ja, haben ein bisschen sehr früh abgeschaltet. Hätten ruhig noch ein bisschen mehr Schwung mitnehmen können. Und wir bremsen rein. Die Endwagen haben hier eine sehr gute Bremseigenschaft im TSW. Huch, da fehlt die Oberleitung. Okay, ich habe mich verschätzt. Ich dachte, der Bahnsteig ist länger. Aber das hat geklappt. So, Türen auf. Genau, das passt soweit. Und hinten. Ja, okay, das passt auch. Hervorragend. Wir lösen schon mal die Bremse, ziehen allerdings die Lokbremse an, damit wir nicht wegrollen. Nächster Halt ist dann Dresden-Pieschen um 17.14 Uhr. Ja, schöne TRI-Lackierung. Das ist nicht die Repaint-Mod von Hanna, die gibt es ja auch mit wirklich der PC-Variante. Das ist die Variante, die es im Creators Club gibt. Die üblichen Verdächtigen, die immer die Repaints machen, die besonders guten Repaints machen. So. Versuchen wir mal schnell auf Geschwindigkeit zu kommen. Vielleicht habt ihr es im letzten Video ja gesehen, auf der Semmeringbahn, wo die Performance vergleichsweise schlecht war. Das ist jetzt der gleiche PC, die gleichen Einstellungen. Und ihr seht, die Performance ist so viel besser. Also es liegt wirklich bei Dresden, der Semmeringbahn an, ja, der Optimierung, die ist da wirklich nicht ideal. Und schön viel Verkehr, der uns bisher entgegengekommen ist. 146, 193 mit Güterzug, 425. So, 1,2 Kilometer noch. So, wir lassen auslaufen. Und Fahrschalter auf aus. Und bremsen langsam rein. Boah, okay, ja. Auch hier. Der Wahnsinn, die Bremseigenschaften von den N-Wagen. Aber ich glaube, die sind ein bisschen overpowered im TSW, die N-Wagen. So,
doch so noch meistens Triebestahl mit der 143 hinten dran. Ich glaube, wir sind. Ja, doch. Ah, okay. Ja, hervorragend. Ah, perfekt. Vom Halt her. Auch sehr schön. Also ordentlich KI-Verkehr wurde mir auch geschrieben. Also liebe Grüße nochmal, wenn du das siehst. Gerne mehr Szenarien. Gerne dann auch neueres Rollmaterial auch verwenden, wie die 218 und bald die Baureihe 101. Ist natürlich immer gerne gesehen, wenn dann auch Szenarien kommen mit neuerem Rollmaterial. So, 17:14 Uhr war Abfahrt. Das kriegen wir auch pünktlich hin. Türen verriegeln wir in ungefähr 10 Sekunden. Nächster Halt ist dann Dresden-Bischofsplatz. Abfahrt ist dann 17:17 Uhr. Wir geben den Schließbefehl. Bremsen lösen und lassen die Lok uns nach vorne schieben. So, ich glaube, Fahrmotorlüfter ist schon gut. Ankündigung auf 70. Bestätigen wir. Gibt sogar eine Beeinflussung. So. 70 sind erreicht. Wir lassen auslaufen und gucken mal, dass wir das halten. Ah, immer noch zu schnell. Ist natürlich schwer abzusehen, in welcher Fahrstufe wir sind, weil uns das hier im Steuerwagen nicht angezeigt wird. So, ich habe mich mal befreit. Na, ab wann gelten denn die 70? Oh, schaut euch mal die Szenerie an hier auf Dresden-Riesa. Das ist wirklich. Ah, die Strecke ist einfach toll. Nach wie vor. Ich würde sogar fast sagen, ungeschlagene Nummer 1. So, ab hier gelten die 70. Fahrschalter auf aus. Bischofsplatz in 300 Metern. Und hier in dieser Rechtskurve halten wir dann. Bisschen unübersichtlich für uns als Lokführer, können wir hier nur diesen vorderen Bereich einsehen. Hier hinten wissen wir natürlich nicht, ob die Leute da ein- und ausgestiegen sind. In der Intercity wäre auch schön, wenn der uns jetzt auch noch entgegenkäme. Fände ich schon ziemlich cool. Bischofsplatzabfahrt war um 17:17 Uhr und Dresden-Neustadt als nächstes um 17:22 Uhr. Dann können wir die Türen eigentlich gleich auch schon schließen. So, ich würde sagen 17:16 Uhr und 50 Sekunden. Und zwar jetzt können wir den Schließbefehl geben. Sorry, mein Handy hat gebimmelt und. Wir schalten Leistung auf. Ah, okay. Da kam uns ein IC entgegen. Ich habe die Türen einen Moment. Oh, sogar noch ein Verstärkerzug in Gegenrichtung. Ja, folgendes. Also ich habe die Türen zu früh zugemacht. Habe nicht darauf geachtet, dass der ganze Balken hier durchgelaufen ist. Und ja, jetzt hat er den Halt nicht erkannt. Aber eigentlich müsste der gleich weiterspringen. Hoffentlich. Ich kann das nicht manuell beeinflussen. Nee, kann ich nicht. Kann Manuel das beeinflussen? Wer ist Manuel? Ich weiß es auch nicht. Ja, aber schön. ICE1 gerade entgegengekommen. Talent haben wir auch. Und anscheinend springt der Simulator nicht weiter. Das ist unvorteilhaft. Weil zurückfahren können wir jetzt auch nicht mehr. Aber vielleicht.
erkennt das ja, wenn wir hier die Türen aufmachen. Ja, ich glaube, das hat er erkannt. Und jetzt will er das wieder die Türen verriegeln. Okay. Und jetzt wieder die Türen entriegeln für Neustart. Na gut, okay, dann ist das so. Wir kümmern uns in der Zeit darum, dass wir schon mal die Bremsen lösen. Abfahrt ist um 22. Ja. Dann haben wir mal ein paar Minuten, um uns mal hier ein bisschen umzugucken. Hier in Dresden-Neustadt. Ja. Gut, steht gerade nichts hier abgestellt. Kleines Foto können wir mal machen. Hier in Neustadt. So, genau. Aber wir müssen ja die Uhr weiterlaufen lassen. Ja, so sieht das von oben aus. Neustadt. Oh. Da kommt sogar noch ein Talent 2 eingefahren. In Doppeltraktion. Aus der Gegenrichtung kommt noch nichts. Na gut. Hinten der Lok geht's auch soweit so gut. Und da kommt der Talent eingefahren. Sehr schön. Sind wir auch, glaube ich, schon ganz lange nicht gefahren, ne? Talent 2. Ich würde sogar sagen, so gut wie nie sind wir den bisher gefahren. So, wir haben beide gleichzeitig Ausfahrt. Mal gucken, wann er die Türen wieder zumacht. Ich hoffe, er bleibt noch eine Sekunde stehen, dann können wir vielleicht sogar gleichzeitig ausfahren. Wir haben nämlich Ausfahrt um 22, also in gut einer Minute. Und in Dresden Mitte dann um 17.24 Uhr. Ich würde sagen, sobald der die Türen zumacht, machen wir auch die Türen zu und fahren einfach gleichzeitig los. So, der macht die Türen zu. Wir machen ebenfalls die Türen zu. Bremse lösen. Und eigentlich dürfte der jetzt auch losfahren. Jawohl. Kleine Parallelfahrt, liebe Freunde und Freundinnen. So, hier nichts. Schneller sein. Oh, schön. Schön. Moment, Foto. Mache ich Foto durch Facebook. Kleiner. Kleine Anspielung auf vergangene Zeiten. Auf längst vergangene Zeiten. Ja, wobei. Ja, Regina Halmich. Egal. Ach, schön, oder? So, jetzt gibt der Stoff, da müssen wir hinterher. Da müssen wir hinterher. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Also hier unsere 10 wird jetzt nicht den Staub hier fressen vom Talent. Jetzt mal ordentlich hier die Fahrstufen reingeknallt. Da kommt noch eine 425. Die
hat gesagt, dass er da auch noch mitspielen will. Das heißt, dürfen wir natürlich nicht zu schnell werden, wir dürfen nämlich nur 80 fahren. So, und dann ist auch schon Dresden-Mitte in Sichtweite. Hier hinter dieser Kurve. Und dann sind wir auch schon in Mitte. Ich freue mich sehr auf den Fahrplan-Mod, der ja gebaut wird. Vom guten M. Krehe. Ich habe ja schon mehrfach darüber berichtet, über den Fahrplan-Mod, den er da baut. Oder sie. Und bin da wirklich ganz gespannt. Weil Dresden-Riesa ist jetzt schon, auch mit dem Fahrplan, den Dresden-Riesa hat, eine tolle Strecke. Und ich glaube, mit der Fahrplan-Mod wird es nochmal um einiges krasser. Nächster Halt ist Dresden-Freiberger Straße, Abfahrt um 17.27 Uhr. Sei ich still, Handy, hör auf zu bimmeln. So, jetzt mache ich dich aber mal leise. Und hier sollen wir abfahren um 17.24 Uhr. Da kommt der Talent. Hallo? Da bist du auch schon wieder, Mareike. Oh, da sind wir. Peter Petersen. Ja, vom Straßenbahnunternehmer zum... Huch. Ich hatte die Bremse gar nicht angezogen, kann das sein? Ciao. Nächster Halt, Dresden-Freiberger Straße. Ich meine doch, dass in Dresden nicht gespielt wird. Nee. Genau, es wird in Ostdeutschland wird in Leipzig gespielt. Berlin, also in Anführungszeichen Ostdeutschland, ne? Also Berlin. Ansonsten sind die Spielstätten, glaube ich, eher dann in Westdeutschland zu verorten. Und im Süden und im Norden. Dann mit Hamburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Köln, Stuttgart, München, Leipzig. Ja. Ich wüsste nicht, wo noch. So, Türen auf. Mit einem nahezu perfekten Halt. Ja, auch schon wieder mit dem nächsten Talent 2. So, was habe ich gesagt, wann die Abfahrt war? Oh, der überholt uns jetzt. Wo sind wir hier? Wir sind an der Freiberger Straße. Und Abfahrt ist dort um 27. Das heißt also, wir haben noch gut eine Minute Zeit. Na, ich glaube, er muss halten. Und dann müsste eigentlich der nächste Halt, müsste dann auch schon Dresden Hauptbahnhof sein. Oh, schön. Tolles Repaint. Im Auftrag der Natur. Ja, Leute, bringt die Güter auf die Schiene. Gütergarn auf die Schiene. So, ich hab's gesagt. Ein Intercity fehlt auch noch und da ist er auch schon. Also wirklich ganz, 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 ganz tolles Szenario. Ist ja jetzt auch schon fast vorbei. Und ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen wieder. Ganz toll gemacht. Ganz viel KI-Verkehr. Realistischer KI-Verkehr meines Erachtens. Und tolle Idee mit dem EM Sonderzug hier,
Und dass uns sogar noch einer in Gegenrichtung entgegenkam. Toll, toll gemacht. Genau, Dresden Hauptbahnhof von seinem letzten Halt. Und das war's dann auch. So, wir dürfen mit 50 fahren. Und nochmal ein Dosto. Wohin fährst du? Auch nach Meißen-Triebestall. Das ist aber eine hohe Frequenz nach Meißen-Triebestall. Was wollen denn die Leute alle dort? Weil Meißen ist ein schöner Ort, ne? Es wollen einfach so viele Touristen und Touristinnen nach Meißen. Eigentlich wäre es ja sinnvoll gewesen für diesen Zug, dass der ja in den unteren Gleisen, in den Kopfgleisen endet. Wobei andererseits weiß ich nicht, ob der nicht von hier weiterfährt. Ne? Also ob der jetzt wirklich hier in Dresden endet oder ob der nicht eigentlich noch weiterfahren würde. So, wir haben Halt zu erwarten mit einem verkürzten Bremsweg. Das haltzeigende Signal wird am Ende des Bahnsteigs von Dresden Hauptbahnhof stehen. Das dürfte für uns eigentlich kein weiteres Problem mehr darstellen. Wir gucken mal, was hier sonst noch so rumsteht. Ich sehe eine V60 in Blau vor Dostos. Hier wird wohl rumrangiert. Ich sehe noch mehr Dostos mit noch 146. So. Dann halten wir einmal an. Hier vorne ist die Harttafel. Vor dem 500-Hertz-Magnet. So, angehalten. Und jawohl, damit verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier zugeguckt habt. Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.